Ja, Hallöchen, noch von mir zu Hause. Herzlich willkommen zum neuen Video. Vielen Dank erstmal für die ganzen Aufrufe im letzten Video und die ganzen Likes. Das muss man mal so sagen. Also, das war ja unfassbar viel. Ja, hallo? Ja, ich komme. Genau, das Paket ist da. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich meine mit dem zweiten, dritten Zylinder und was haben wir vor allem hier drin, was habe ich vor allem bestellt. Gerne jetzt schon mal an der Stelle ein Like da lassen. Ein Daumen nach oben. Genau, für die Aktion. Und das nicht ein Akkustod dazu lassen. Schreibt mir gerne mal rein, ob es auch weitere solche Formate geben soll. So wie das jetzt alles in einem dran, wenn ihr Bock haben solltet. Ne? Auf ein T-Shirt oder auf ein Hoodie. Das ist quasi mein allererster Hoodie, den ich jetzt zeigen kann. Wenn jemand Lust drauf hat, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, und ein T-Shirt gibt es davor auch. T-Shirt gibt es auch, halt nur mit Schrift, ohne Auto, falls für jemanden das schlichter ist. Ja, und. Warte. Ich habe auch noch eine Tasse, erster Hoodie. Ja, und hier ist... Demzufolge hier noch eine wunderschöne Tasse. Ist jetzt zwar von ein älteres Bild, habe ich aber schon mal gezeigt, das wäre aber leider etwas verpixelt und scharf. Und dann hier... Was für ein Handy? Ein sogenannter... Was für ein Handy? Fürs Handy sogenannter Clip. Also den man dann quasi, wenn das ist das Handy wäre, falsch rum, wenn das ist das Handy wäre, den man dann hier hinten so draufkleben kann. Ja. Ne? Und dann zum Beispiel kann man dann hier irgendwie so ausfahren. Dann zum Beispiel halt hier so an die Tasse machen kann. Das sieht ne? cool aus. So an die Tasse machen kann. Mhm. Genau, einen Kugelschreiber habe ich hier noch, falls jemand Lust haben sollte. So, das sind die Teile. Na? Ja. Hier habe ich einmal für die Servo, da ja viele Leute das auch gehört haben. Servo ist am Ratschen. Habe ich hier von Kiwi Wildstein, nur Werbung in der Hinsicht. Habe ich Hydrauliköl, grün extra, minus 40 bis 130 Grad. Dämpfung, Lenkung hauptspeziell. Ne? Dann, weil der Gute auch einen Ölwechsel braucht, haben wir hier das gute Manolöl. Seitdem ich das in meinem Golf gefahren habe, verwende ich das aktuell bis jetzt auch fast in jedem meiner Fahrzeuge mit im, also entweder das oder Castrol, eins von beiden. Ich mische das dann immer mal. Was ist das? Ach, genau. Das sind die Schrauben. Die wunderschönen Kopfschrauben, sogenannte Sechskantschrauben. Ne, wegen diesen wunderschönen Schrauben hier, ja, muss ich dann mal gucken, ob ich das passende Werkzeug dafür habe. Eigentlich in dem Kasten von Yunus müsste das drin gewesen sein. Fassen wir zusammen, Schrauben. Ölfilter, brauche ich euch, denke ich mal, jetzt nicht zeigen, ist, denke ich mal, bekannt. Wie ich halt, ja, und hier kommt alles gemacht. Das, was ihr so lange gewartet habt. Hä? Und wieder. Und hier ist die besagte Kopfdichtung. So sieht das Ganze aus. Ich hole euch gleich mal ran, dann seht ihr das mehr. Quasi, hier ist jeder einzelne Zylinder. Ja? Hör mal bitte auf, Sophia. Hier ist jeder einzelne Zylinder. Die ist zwar jetzt von Widex, ist keine Werbung in der Hinsicht, aber ich möchte es ganz einfach kurz erklären. Hier jeder einzelne Zylinder. Ölkreisel, müsste Öl gesagt. Ne, das ist Wasser, das ist Öl, glaube ich. Halt für mich zu verstehen, beispielsweise halt einfach zu sagen, okay. Bevor ich die aufmache, kontrolliere ich die jetzt auch erstmal, ob das auch wirklich... Dadurch, dass es jetzt schwarz ist, kann ich... Jetzt ist ausgerechnet hier noch der Aufkleber drüber. Über den. Mit, ja. Ich versuche es euch mal ganz einfach logisch zu erklären. Ich hoffe, meine Erklärung ist so, dass es auch der Laie versteht und nicht arrogant rüberkommt. Also. Wir haben hier jeden einzelnen Zylinder. Ne? Jeden einzelnen Zylinder haben wir hier, wo der Kolben hoch und runter fährt. Und das ist quasi dann hier sozusagen die Dichtfläche, die quasi auf den Motorblock drückt und von hier oben kommt der Zylinderkopf drauf. Und von hier oben kommt der Zylinderkopf drauf. Wenn wir jetzt quasi fahren, findet quasi in diesem Bereich hier, also zwischen den, also ich nenne es jetzt mal zwischen diesem Bereich hier, hier unten kommt der Kolben hoch und runter, von hier oben gehen die Ventile auf und zu. Und dieses Spiel, was ich meine oder da warum... dass vielleicht hier dieser Steg weggebrannt ist, kann man vielleicht dann auch dann erkennen. Die brennen hier gerne durch.
Hatte ich mal bei einem Opel gehabt. Dann, also nicht ich, aber ich war mal bei jemandem in der Garage am Schrauben mit. Oder habe bei einem Kollegen damals, einen Schrauberkollege, mit vorbeigeschaut gehabt. Der hatte damals einen Dreizylinder und da war genau hier das weg. Aber nicht in der Kopfdichtung, sondern im Block. Das fand ich sehr kurios. Na, egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Jedenfalls kann das sein, dass es hier weg ist. Und wenn dann der Kolben hier hochkommt beim Kompressionsmessen. Also hier muss ich nochmal ganz klar sagen, ich habe hier den Fehler gemacht, dass ich natürlich zweiten und dritten Zylinder, die jetzt davon betroffen sind, gleichzeitig gemessen habe. Demzufolge ist natürlich das Messergebnis auf dem zweiten Zylinder viel, viel höher als bei der ersten Messung, die ich gemacht habe. Kann es sein, dass er dann hier rüber zischt und dann wie auf dem Kolben, beispielsweise auf dem Zylinder, eine höhere Kompression haben. Ne, der Kolben kommt hoch, er möchte verdichten, geht aber nicht, weil hier offen ist. Das ist so, wenn ihr einen Luftballon aufblast oder einen Fahrradschlauch habt, pustet den auf und irgendwo ist ein Loch drin. Dann kann die Luft da entweichen und demzufolge geht hier quasi der Druck weg. Man könnte jetzt eine Druckverlustmessung machen, kann ich in dem Fall da aber nicht. Dafür bräuchte man spezielle irgendwelche anderen Sachen. Man könnte jetzt sagen, okay, man fährt den Wagen in die Werkstatt und lässt da einen Druckverlusttest machen. Aber ist jetzt in meiner Lage nicht möglich. Ja, auf jeden Fall kommt der Kolben hoch. Hier wird dann quasi sozusagen in diesem Dings quasi komprimiert. Also der Kolben kommt hoch und komprimiert quasi das Luft-Benzin-Gemisch. Und dann kommt die Zündkerze, das Luft-Benzin-Gemisch dazu und dann explodiert das und der Kolben fährt runter. Oder wird quasi durch die Explosion runtergedrückt und das halt in der Zündreihenfolge. Das heißt quasi, wenn ein Zylinder quasi nicht mehr richtig mitmacht, ja. Dann zischt das quasi alles hier rüber und er muss das Gemisch anfetten. Ja, ich hoffe mal nur, dass es jetzt das auch ist, was letztendlich passiert. Ja, spekulieren bringt alles nichts. Ob wir mit der Vermutung recht haben oder nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Auto wieder, wenn wir den Kopf unten haben. Ich muss aber jetzt nochmal in die andere Garage und noch schnell was organisieren, ein Auffangbecken. Ich überlege gerade, wie ich es mache, weil es ist nachts jetzt schon ziemlich kalt. Ob ich jetzt nur einfach so, wie der Kopf ist, einfach runterhole oder ob ich minimal ein bisschen was ablasse, ist, weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Das ist jetzt auch eine kleine Aufgabe, die mich noch beschäftigen wird, weil ich möchte jetzt ernsthaft gesehen nicht alles ablassen aus dem Motor. Das möchte ich nicht, gerade weil es jetzt nachts auch wirklich arschkalt ist und auch Minusgrade. Dann habe ich keinen Bock, dass der Block gefriert oder so. Ne? Ja. Lass ihn jetzt hier noch ein bisschen tuckern und dann geht's los. So, angekommen, Garage. Ihr habt das letzte Mal gesehen gehabt, dass ich hier, ich hatte hier schon so ein bisschen was demontiert, sage ich jetzt mal so, ne? Irgendwie auffangen kann oder so, weil das ganze Ding muss ja weg. Und dann zeige ich euch das mal hier alles hier wegen dem Dings. Ich mache das jetzt erstmal hier, ich demontiere jetzt erstmal den ganzen Kram, dann melde ich mich dann wieder, wenn ich dann soweit bin, dass wir nochmal dann den zweiten, beispielsweise dritten Zylinder messen können. Mich interessiert es jetzt erst nochmal, ob auch der zweite wirklich diese 11 Bar hat oder nicht. Sollte es da nicht der Fall sein, dass er ja die 11 Bar hat. Und ich habe auch mein Möchtegern-Endoskop mit. Das möchte ich auch nochmal vorneweg machen. Ist jetzt eigentlich sinnlos, aber ich finde es nochmal ganz spannend, sowas nochmal zu zeigen, um halt wirklich sowas ausschließen zu können. Stecker mal abmachen. Das kann ja lustig werden, den ganzen Kram mit zusammenzubauen. Dann auf jeden Fall. So, der Schlauch auch da dran. Nur mit der Menu. Was ist denn nur damit? Eine Zange zum Beispiel aus dem Auto. Wie sieht eine Zange aus? Ja, wie sieht eine Zange aus, Sophia? Hä, wird die Drosselklappe ernsthaft mit Wasser noch geflutet oder was? Das ist hier der Rücklauf vom Ausgleichsbehälter. Oder ist das quasi unter Druck? Ich habe eine. Ja, gib mal her. Genau das meine ich. Genau, das ist so eine Wasserpumpenzange. Sagt man da dazu, aber das ist dasselbe. Ja. Siehst du?
du, das hier ist halt abgeputten. So, das hier haben wir vergessen. Nein, das habe ich in meiner Kiste drin. Ah, in deine Kiste. Ja. Das Badezug hier, da können wir erstmal darüber legen. Nee, den kannst du erstmal nehmen. Leg erstmal darüber. Also irgendwie geht darüber, keine Ahnung. Ich hab's. So. Ist was runtergefallen. Scheiße. Also hier fehlt schon irgendwie was. Bisschen Gummidings, was hier fehlt. Was ja eigentlich drin sein müsste. Das ist aber nicht vorhanden. So, die Ansaugbrücke ist jetzt endlich mal runter. Ich muss jetzt nur noch hier das vom Bremskraftverstärker lösen. Das ist immer so eine Sache. Da habe ich immer so semi-gutes Gefühl, sage ich jetzt mal so. Eigentlich brauchen wir hier nur das hier nur öffnen. Das mache ich noch schnell. Ja. Ja. So. So, und da haben wir das gute Stück. Hier ist ja noch einer drauf. Sag mal. Achso, wahrscheinlich Eingang, Ausgang. Aber warum? Oh. Ich glaube, ich mache wahrscheinlich doch erstmal hier das Kühlwasser raus. Also, das habe ich auch noch nicht gehabt. Eine Drosselklappe mit Dings. Also, mir die deswegen haben auch viele Leute geschrieben gehabt von euch. Ja, viel Spaß beim Ansackbrücke runterbauen. Ich weiß nicht jetzt warum. Ist das immer so? Ist das beim 1,8er und so auch so oder was, Leute? Ich verstehe es nicht. Echt. Kommt. Ihr habt einmal hinten an der Drosselklappe hier das Masseband, das müsst ihr entfernen. Dann habt ihr hier einmal Kühlung für ein Dings und ja, dann hier hinten unten die zwei Schrauben zum Lösen. Bremskraftverstärker, hier Schlauch, das kann ich mir wohl dahin gehen jetzt, schon wieder vergessen. Und Unterdruck-Dings für Benzin hier und ja, ja, dann habt ihr die ganze Scheiße quasi schon unten. Das ist das Blät ausgegangen. Ja, hier kann man auch mal reinleuchten auf jeden Fall. Sieht in jedem Fall auch nicht so geil aus. Dass da mal reinguckt. Ich nehme mal Lampe, damit das mal besser seht. Also naja, weiß nicht, ob man das erkennen kann jetzt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Naja, da drin ist halt auch, ne? Sieht jetzt auch irgendwie total komisch aus. Ich das jetzt mal so zeigen darf hier, ne? Jetzt mal hier reinleuchtet. Die Ansackbrückengeschichte. Also diese komischen Klappen hier, die funktionieren irgendwie noch. Moin! Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist alles so dermaßen verölt auch hier drin. Mein gut, Öldämpfer gehen ja noch durch, ne? Davon abgesehen, aber dass das so aussieht. Naja. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was das ist. Würde mich gerne mal interessieren. So, lege ich erstmal hier hin. Weil ich muss erstmal irgendwie das Kühlwasser ablassen. Was denn? So, Kühlwasser habe ich jetzt abgelassen. Ob das jetzt so gut war, halt fast alles rauslaufen zu lassen, weiß ich jetzt nicht. Aber mir blieb jetzt keine andere Möglichkeit.
Ja, ist nicht so schlimm. Aber in den ganzen Leitungen hier ist ja auch überall das ganze Zeug drin, ne? Und ich muss ja hier, wenn ich den Zylinderkopf dann runternehme, ja dann auch hier die ganzen Stecker und den ganzen Käse abmachen. Das kann ich erstmal hier rum. Oder lasse ich das dran. Kann ich auch theoretischerweise dran lassen. Stört mich ja jetzt nicht. Theoretischerweise ist es zwar Blödsinn. Ich darf jetzt noch nicht hier. Na gut, Batterie ist ja dann sowieso dann längere Zeit wieder ab. Oh, ich kriege den Stecker nicht ab. Ja, jetzt abgelassen. Sozusagen. Jetzt kommt dann gleich. Ach nee. Ne? Könntest so schön Ventile jetzt hier drauf gucken. Ne? Nehmen wir uns mal noch eine Lampe dazu. Da sehen wir Ventil Nummer 1. Hier Ventil Nummer 2. Ich meine, gucken wir uns ja dann eh nochmal an. Hier Ventil Nummer 3, das steht gerade irgendwie offen. Steht da gerade irgendwie offen. Ventil 4. Also Ventil 4 ist, wie ich gelesen habe oder auch gehört habe, immer das, was am meisten verkorkt ist, auch obendrauf, wegen der Kurbelwellenentlüftung. Ja. Ja. So, und jetzt hole ich mal mein Möchtegern Endoskop. Und wir werden mal schauen, was uns das sagt. Hat ich das letzte Mal schon mal gezeigt gehabt. Ist jetzt nicht das Beste. Das hatte ich mir damals mal für mein Vectra B organisiert. Damit wollte ich damals einfach nur oben drauf auf den Zylinder schauen. Das wird jetzt einfach hier angeklemmt. Seht das? Ich hatte ich letztens schon mal gemacht gehabt. Jetzt seht das. Mal guck, jetzt sehe ich, es sieht da gerade die Kamera, mit der ich hier gerade filme. Die hätte ich mir mal besorgt gehabt. Weil, ja, das seht ihr jetzt die Kamera, mit der ich euch jetzt gerade filme. Ich kann halt leider nicht drehen, das ist das Doofe. So, Brennraum, also zumindest nicht Brennraum, ist Ventil, seht ihr jetzt hier nochmal, Ventil auf jeden Fall, ich muss mal gucken, ne? Hier seht ihr das Ventil jetzt, kann man denke ich mal jetzt schön erkennen, so jetzt gehen wir hier mal das nächste, ne? Das ist wenigstens schön sauber hier, wenn man das jetzt mal so sagen darf, schön sauber. Das war jetzt eigentlich Blödsinn, was ich hier mache. Man könnte jetzt eigentlich auch den Kopf komplett runternehmen und gleich sagen, okay, wir gucken uns das dann an. Wenn er abgebaut ist, jetzt gehen wir mal hier in die Dings rein. Ich glaube, der steht aber gerade oben hier, weil hier sieht man nur einen Kolben. Ja, hier sieht man einen Kolben. Jetzt wollen wir hier reingehen. Zylinder 3. Ah, der Kolben ist auch irgendwie gerade oben. Dann gehen wir mal hier rein in Zylinder 1, damit man besser was sehen könnt hier. Wo bin ich jetzt? Hier seht ihr, glaube ich, das Bild. Hier seht ihr, ist halt schon gut, ich würde mal sagen, ausgewaschen auf jeden Fall. Okay, mal auf Zylinder 4. Seht ihr das jetzt? Ja. Zylinder 4. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann überhaupt hier irgendwie. Ich sehe nämlich gerade nichts. Doch, man kann es glaube ich erkennen, da ist der Kolben, der sieht halt auch komplett anders aus als der erste Zylinder, sage ich jetzt mal so. Ich versuche mal weiter zu drehen jetzt hier gerade, ich mache das jetzt hier oben einfach mal, ich muss ja eh noch auf OT dann stellen. Jetzt ist das Ventil halb geöffnet, ich denke mal man kann es erkennen oder auch nicht. Ja. So, jetzt müsste das eigentlich, ja, jetzt steht das hier ein Stückchen offen, ne? Ja, ich weiß, ihr wollt, dass ich den Zylinderkopf erstmal runter mache, aber jetzt steht das Ventil hier offen. Kann man jetzt schön erkennen hier, ne? Da, hier schön steht das, der Viertelzylinder offen. Kann man, denke ich mal, jetzt schön auf dem Video erkennen, ne? Das da unten ist der Kolben, hier ist das Kerzenloch, da ist das Ventil. Ich kann das leider nicht um 180 Grad drehen. Wenn man jetzt, wenn ich sehe es jetzt hier gerade, ne? Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier rüber schwenke, ist das Handy jetzt im Wege, sehe ich sogar jetzt wieder offen steht und wie quasi auf den Zylinder hier das Licht quasi rüber guckt. Warte mal, die Kamera nicht wieder abbauen muss. Ne? Da sieht man es jetzt schön, wie da das Licht,
das Licht quasi jetzt da rausschimmert sozusagen. Warte mal, ich versuch's mal. So, jetzt filmen wir hier mit der Kamera wieder weiter. Ich glaube, da hat das Ventil aufgesetzt. Weil, wenn ich jetzt die Kamera so halte, kann man das, denke ich mal, sehen hier, diese weiße Spur. Da. So, jetzt kann man es, denke ich mal, besser erkennen. Ich habe hier noch so einen komischen Modus, wo man hier so hell und dunkel machen kann. Das habe ich vorneweg nicht gesehen. So, Kolben. Ziemlich ausgewaschen, aber irgendwie diese hellen Stellen da gefallen mir nicht schon. Also da, ne, das gefällt mir irgendwie nicht. Was haben wir hier? Okay, muss ich mal noch. Was können wir hier machen? Ah, hier kann ich sogar Aufnahme. Ich kann sogar eine Aufnahme machen, ich Depp. Warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Warte mal, ich drehe mal den Kolben nochmal. So, dann. Ach, guck mal. Was sehen wir denn da? Ich habe den Kolben so ein Stückchen versucht runterzudrehen. Oder ist er jetzt hochgegangen? Nee, runter, gell? Ist wieder irgendein Vieh. Ich weiß nicht, wie man das erkennen soll. Und so, aber das sieht nicht gut aus. Ich jetzt mal so weiter drehe. Das ist der auf Zylinder 3 hier, ne? Also Zylinder 3. Das sieht da böse aus. Das sieht aus, als ob er da aufgesetzt hätte. Ne, da. Na, da ist irgendwie so ein richtiges Stück weggebrochen irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann gerade. Das sieht halt irgendwie komisch aus da, ne? Ich kann aber leider halt nicht weiter sehen. Auf die andere Seite komme ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mit ganz viel Gefühl. Aber dass der generell der Kolben halt so ausgewaschen aussieht, das gefällt mir auch nicht. Aber das ist schon eigentlich schon sehr, sehr komisch hier, ne? Das ist schon wirklich sehr komisch. Jetzt muss ich das wieder hier rumdrehen. Oh, jetzt sieht man es. Das sieht schon sehr, sehr komisch aus hier. Ich komme halt, wie gesagt, auch leider nicht noch irgendwo anders hin. Das ist das Problem. Das Weiße hier, also, hoppala, ja, schmeiß weg. Das hier direkt auf den Kolben gefällt mir auch nicht, ne? Naja. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Bit habe. Gucken wir mal gleich noch hier auf den anderen Kolben drauf. Ne? Hier. Das Vergleiche steht das Ventil gerade offen. Also hier sieht es nicht so danach aus, ob hier irgendwo was wäre. Ich komme da gerade nicht so schön rein, muss ich sagen. Guck mal von der Seite. Guck, kann man auch reingucken. Ne? Kann man auch schön reingucken. So, hier fürs Protokoll, meine Lampe noch holen hier. Hier habe ich ihn jetzt auf OT gedreht, ne? Kann man jetzt, denke ich mal, eventuell erkennen, dass er jetzt hier schon mal wenigstens auf OT steht. Ja, so sieht halt jetzt erstmal so der ganze Kram aus. Ich muss nur mal gucken, wie ich es jetzt noch mit dem Auspuff mache, wo ich den da am besten löse, weil das ist auch noch so eine Herausforderung. Aber wie ihr sehen könnt hier, jetzt mal hier gerade mal hier so überall das alles abhaben. Hat er auf jeden Fall schon gut geschwitzt hier, der Kollege. Und jetzt mal hier vorne rum gucken. Vorne rum auf jeden Fall auch mal gucken. Hat er auf jeden Fall schon sehr, sehr gut geschwitzt. Also, naja, jetzt muss ich irgendwie mal gucken, dass ich jetzt erstmal dann das hier mache. Den ganzen Kram da hier abbaue. Dann gucke, wie gesagt, wegen dem Auspuff, wie ich den Auspuff am besten abmachen kann. Und ja, dann werde ich mal irgendwie schauen, dass ich hier die Spannrolle lösen kann. Und gucken wir mal erstmal, ob unten auf VT steht. Wir lunzen wir mal hier durch. So, wo ist die Kerbe? Kann ich gerade nicht erkennen. Ja, ich denke mal, man muss es auf. Ist auch immer eine Sache, wie man drauf guckt. Ist auch nochmal ganz wichtig. Ich habe auch 20 Mal das letzte Mal geschaut gehabt. Okay, hier ist keine Kerbe gerade zu sehen. Also müssen wir nochmal eine ganze Umdrehung rumdrehen. Ich lasse das jetzt mal hier so stehen gerade. Muss man nochmal eine Umdrehung rum. So, da kommt.
kommt die Markierung wieder. Ja, da kommt die Markierung wieder. So, perfekt. So, na hier. Da steht wieder die Markierung, OT. Und jetzt gucken wir nochmal, ob es unten passt. Aha, jetzt haben wir hier die Markierung auf der Riemenscheibe. Na, jetzt haben wir da die Markierung auf der Riemenscheibe. Wenn wir das jetzt erkennen, dann hier auf der Kamera auf jeden Fall. Da ist jetzt die Markierung auf der Scheibe. Sieht man das nun? So, da ist auf jeden Fall die Markierung. Ich kann nochmal auf jeden Fall drüben reinleuchten, dann sieht man es vielleicht besser. Da steht die. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu denkt. Ich hoffe, ich bin jetzt auch im Bild. Ja, ich denke mal schon. Was ihr dazu denkt, ob hier wirklich der Zylinder der Kolben aufgesetzt hat oder ob es einfach nur irgendwie ein anderweitiges Problem gibt. Zylinder aufgesetzt hast, also Ventil aufgesetzt hat. Würde mich gerne mal interessieren. Ich gucke jetzt mal, ob ich das passende Werkzeug auf jeden Fall dafür habe, um jetzt die Zylinderkopfschrauben runter zu machen. Und dann werde ich schon mal auf OT drehen. In der Hoffnung, dass es jetzt hier nicht schlimmer wird mit dem Regen. Ansonsten muss ich das jetzt hier an der Stelle erstmal abbrechen und an einen anderen Tag weitermachen. Ja, naja, ne. Aber so ist es halt, ne. Das ist halt das ganze Übel. Ich habe halt leider immer das Glück. Was soll's. Ist es halt dann einmal neu. Wenn nicht, muss ich dann den Ventil auch nochmal mit neu kaufen. Das Werkzeug dazu bestellen. Ist es halt so. Da bin ich.